Thema, beziehungsweise die Frage, was haben Sternfarben mit Quantenphysik zu tun? Und vielleicht wundert sich der ein oder andere ein bisschen über diese Überschrift, weil ja normalerweise vielleicht man annehmen würde, dass Sterne, beziehungsweise generell Objekte auf astronomischen Größenskalen, dass da irgendwie so die Quantenmechanik nicht so relevant ist. Außerdem ist es ein besonderes Thema deshalb, weil es ein bisschen von dem berührt, womit ich eigentlich so täglich zu tun habe. Obwohl ich eigentlich überhaupt nichts per se mit Sternen zu tun habe, sondern mit ein paar Größenordnungen höher, nämlich im Prinzip der Suche nach schweren Galaxienhaufen. Und da werde ich so ein bisschen nachher noch drauf eingehen, wie das dann zusammenhängt. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt damit genug verwirrt insgesamt, um ein bisschen Interesse für dieses Thema zu schaffen, beziehungsweise diese Frage. Ja, was meine ich überhaupt mit Sternfarben? Man denkt ja eigentlich so, auf den ersten Blick sind alle einfach weiß. Das stimmt aber nicht genau. Und das Tolle ist, man kann das auch ohne irgendwelche Teleskope oder Hilfsmittel schon sehen. Das hier ist jetzt mit einer Digitalkamera, einer handelsüblichen, aufgenommen, die einen ziemlich hohen Zoom-Level hat und die einen Nachtsichtmodus hat. Und überhaupt nicht mit irgendwelchen Teleskopen und gar nicht mit Profi-Teleskopen. Und man kann sogar tatsächlich, ohne da so nah ranzugehen wie hier, kann man schon mit bloßem Auge eigentlich sehen, in diesem Beispiel jetzt, von diesen beiden Sternen hier, dass der eine ein bisschen rötlicheren Farbton hat und der andere ein bisschen blaueren. Wenn man sich anstrengt, kann man es mit bloßem Auge schon erkennen. Ich habe jetzt hier zwei Sterne ausgesucht, die in dem Sternbild Orion sind. Das ist das Sternbild, was den Ruf hat, dass man es am einfachsten erkennen kann. Und das sind zwei sogenannte Superriesen, oder in Englisch Supergiants. Ja, und falls jemand weiteres Interesse an diesen beiden Sternen hat, man kann seit neuem Sterne kaufen. Und so, letzte Nacht. Das kostet nur so zwischen 60 und 200 Euro. Kriegt dann ein echtes Zertifikat bei, was ist das, sternkaufen24.de. Okay. Offenbar gibt es genug Leute, die dafür Geld ausgeben. Okay, ja, zurück zu den Farben von diesen Sternen. Nun ist es so, jetzt fragt man sich, woher kommt das eigentlich? Was sagt mir die Farbe so über die Eigenschaften von einem Stern aus? Zunächst mal, was bedeutet das eigentlich aus physikalischer Sicht, wenn der Farbton unterschiedlich ist? Weil es gibt ja keine physikalische Größe namens Farbton, mit der man jetzt mathematisch rechnen könnte oder so, sondern was ist da die zugrunde liegenden physikalischen Größen, die dafür sorgen, dass man so einen Eindruck bekommt? Und zwar, aus physikalischer Sicht ist es so, dass zunächst mal das Licht, was von den Sternen kommt, aus sehr, sehr vielen einzelnen Farben zusammengesetzt ist. Das heißt, es kommen von diesem Stern sehr, sehr viele Photonen, die sehr, sehr viele unterschiedliche Frequenzen haben. Und ich nehme an, dass jeder hier schon mal gehört hat, dass die Frequenz von einem Photon mit der Farbe zusammenhängt. Und genauer gesagt, wenn man jetzt so ein Weißlicht betrachtet, dann setzt sich das aus ganz, ganz vielen Photonen mit unterschiedlichen Farben zusammen. Das heißt, von der Sonne jetzt zum Beispiel bekommen wir täglich Photonen aus fast allen von diesen einzelnen Farbabstufungen, die hier zu sehen sind. Bis auf ein paar wenige, die dann wegabsorbiert werden. Dazu werde ich auch noch dann ganz kurz am Rande was sagen. Und grundsätzlich ist es so, dass aber nicht von jeder Farbe gleich viele Photonen zu uns kommen, sondern einzelne Photonen, zum Beispiel in einzelnen Fällen, können zum Beispiel die Photonen, den Bereich des roten, des gelben Lichts zum Beispiel ausmachen, davon kann es auf einmal viel mehr geben als von den blauen. Und das ist tatsächlich jetzt das Einzige, was dann diesen
was diesen Eindruck ja ausmacht. Das heißt, im linken Fall würden jetzt ein paar, es würden ein paar mehr blaue Photonen zu uns kommen von diesem Stern als rote, und im rechten Fall würden jetzt die Photonen, die rot sind, einfach höher an der Zahl sein. Und es kommen schon eine Menge Photonen an, insgesamt, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Okay, und dadurch, dass jetzt die, wenn ich jetzt ein Histogramm jetzt für dieses Farbspektrum da malen würde, also die Anzahl von Photonen pro Farbe, dadurch, dass das jetzt asymmetrisch wäre, also dass die einzelnen Farben unterschiedlich häufig sind, und zwar immer generell, gibt es immer einen gewissen Bias zu bestimmten Farbtönen. Okay. Und jetzt, wenn man das dann mal misst, tatsächlich, quantitativ, man stellt sich mit dem Messgerät hin, man zeichnet das Spektrum von dem Sternenlicht auf, dann kommt raus, dass die Häufigkeit, mit der die einzelnen Farben, beziehungsweise mit der die einzelnen Frequenzen, oder hier jetzt, was auf dem Diagramm aufgetragen ist, die einzelnen Wellenlängen des Lichts. Und zur Erinnerung, Wellenlänge ist das Inverse von der Frequenz. Das heißt, wir haben also auch im Zusammenhang Wellenlänge Licht von Photonen. Und man bekommt dann diese Häufigkeitskurve. Also jetzt hier zu sehen ist, im Grunde könnt ihr euch auf der linken Seite vorstellen, so etwas Ähnliches wie die Anzahl der Photonen, und auf der unteren ist halt die Wellenlänge. Und das geht jetzt weit über den optischen Teil des Spektrums hinaus. Das würde jetzt hier auf der linken Seite weitergehen zum Ultravioletten und auf der rechten Seite ins Infrarote. Und die Wellenlänge von dem optischen Licht ist also bei zwischen 400 und 700 ungefähr Nanometer. Und die Kurve, die jetzt hier zu sehen ist, die beschreibt jetzt tatsächlich die Häufigkeiten, beziehungsweise also die Häufigkeiten der Photonen oder äquivalent dazu die Intensität, mit der diese Farbe quasi am Licht, diese Farbe, das ist der Anteil dieser Farbe am Sternenlicht. Okay, und das Ganze, also diese Form hier, die ihr seht, die ist charakteristisch, die nennt man nämlich eine Plancksche Spannungskurve. Und darunter seht ihr die Formel, aber das ist jetzt nur für diejenigen hier interessant, die physikalisch ein bisschen mehr bewandert damit sind. Diese Formel ist eigentlich nur eine sehr, sehr komplizierte Art und Weise zu sagen, dass es A, ein Strahlungsmaximum, also ein Maximum der Intensität bei einem bestimmten Bereich gibt, also bei einem bestimmten Wellenlängenbereich. Und das ist in den meisten Fällen der optische eben. Und vermutlich deshalb sind unsere Augen auch durch die Evolution an das optische Licht, also sensitiv für das optische Licht. Und zweitens, dass dieses, was es auch noch beschreibt, ist, dass die Lage dieses Strahlenmaximums, dass sie mit der Temperatur des Sterns variiert. Und das heißt jetzt in dem konkreten Fall, dass die Kurve für unterschiedliche Temperaturen des Sterns, von dem das Licht ausgesendet wird, zu anderen Frequenzbereichen bzw. Wellenlängenbereichen rutscht. Das heißt, wenn ich jetzt, so hier unten ist jetzt angegeben, die Temperatur, die so im Durchschnitt an der Sonnenoberfläche herrscht, und das ist so um die rund 5572 Kelvin. Und wenn ich jetzt den Stern zum Beispiel um 1000 Grad kälter machen würde, dann seht ihr, das rutscht hier ins Rote. Ich mache nochmal ein bisschen wieder vor. Okay, und wenn ich jetzt den Stern umgekehrt 1000 Grad wärmer machen würde, dann würde es jetzt hier in diesen Bereich des Blauen rutschen. Und das ist schon mal so ein erster Hinweis darauf, dass die unterschiedlichen Farbtöne, die wir im Sternenlicht sehen, dass sie darauf hindeuten, dass die Sterne unterschiedliche Temperaturen haben, im Mittel. Und aus der Astronomie ist bekannt, dass Sterne, die eine unterschiedliche Temperatur haben, auch an unterschiedlichen, also da gibt es so einen durchschnittlichen Zusammenhang zwischen Temperatur und dem Entwicklungsstadium des Sterns sozusagen. Das heißt, im konkreten Fall
der Stern wird im Laufe seines Lebens seine Temperatur verändern. Und das in einem durchschnittlich universellen Zusammenhang. Das heißt, wir haben jetzt hier dieses Plancksche Strahlungsgesetz, was näherungsweise das Spektrum des Sonnenlichts jetzt beschreiben würde. Natürlich ist das nur eine physikalische Idealisierung, das heißt, es ist eine Annäherung an das, was tatsächlich zu sehen ist, und das, was tatsächlich jetzt gemessen ist, das sähe eher so aus. Da ist jetzt mit einbezogen, dass da noch ein Haufen von Effekten überlagert sind, über diese, wie man dann sagt, dieses intrinsische Spektrum. Nämlich einerseits in der Sonne gibt es bestimmte Vorgänge, die dafür sorgen, dass ein Teil der Farbe bei bestimmten Frequenzen ausgefiltert wird. Und dann auch noch auf dem Weg von dem Stern zu uns wird dafür gesorgt, dass zum Beispiel durch Gas oder Staub, der da im Weg liegt, dass ein Teil vom Licht weggefiltert wird. Und bei dem Teil, der unterwegs weggefiltert wird, da spricht man auch von Rötung. Und zusätzlich kommt dann auch noch hinzu, dass das Ganze noch durch unsere Atmosphäre geht, und da wird auch nochmal dann ein bisschen ein guter Teil davon weggestreut. Auf jeden Fall, das ist so jetzt quasi das, was man jetzt so von der Erde aus so beobachten würde. Das Realistische. Aber darauf will ich gar nicht so eingehen jetzt. Ich will eigentlich auf das hier eingehen. Woher kommt das hier? Das heißt, diese ganzen Effekte, die jetzt dann überlagert sind, die wollen wir jetzt mal für einen Augenblick ausblenden und uns nur darauf konzentrieren, woher dieser Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Farbe des Lichts von dem Stern kommt. Und hier kommen wir jetzt dann langsam in die Richtung Quantenmechanik, beziehungsweise Quantentheorie, besser gesagt. Und für die genaue, also ich werde jetzt keine Herleitung oder sowas, man kann es überhaupt nicht Herleitung nennen, geben, sondern ich werde nur ein paar Gedankengänge skizzieren, die dann letztendlich zu der Erklärung führen, woher diese Form des Planck-Spektrums überhaupt kommt. Warum es da dieses Strahlungsmaximum gibt im optischen Bereich und warum es das verschiebt mit der Temperatur. Und dafür brauchen wir erstmal ein paar Grundbegriffe, beziehungsweise ich muss ein paar Vorbemerkungen machen. Zum einen hat, wie viele sicherlich wissen, jedes Teilchen in der Quantenphysik hat einen sogenannten Spin. Der Spin ist eine sehr, sehr abstrakte Eigenschaft, die man sehr schwer erklären kann. Es handelt sich so ein bisschen um ein Analogon zum klassischen Drehimpuls. Aber es ist nicht so wirklich ein Drehimpuls, das ist eher etwas, was mathematisch die gleichen Eigenschaften hat, in einer bestimmten Hinsicht. Und deswegen sage ich, es ist ein sehr abstraktes und schwer zu erklären. Aber nehmen wir das jetzt einfach mal als gegeben hin, dass Teilchen einen Spin haben. Und dieser Spin, dem ist eine bestimmte Zahl zugeordnet, die Spin-Quantenzahl. Und es gibt jetzt generell zwei Klassen von Objekten. Es gibt Objekte, die haben einen halbzahligen Spin, und es gibt Objekte, die haben einen ganzzahligen Spin. Und die einen nennt man einfach Fermionen und die anderen Protonen. Das ist nach den beiden, nach zwei Personen genannt, nach Fermi und Bose. Das waren zwei Physiker. Die haben, soweit ich weiß, die Quantenmechanik zu einem großen Teil mitbegründet. Oder haben da zumindest wichtige Arbeit auf dem Gebiet geleistet. Und was nun die Fermionen von den Bosonen unterscheidet, ist, dass sich Fermionen nicht besonders gut ausstehen können. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass Fermionen niemals den gleichen Quantenzustand besetzen können. Und was heißt das jetzt wiederum? Ich müsste jetzt eigentlich, wenn ich von Quantenzustand rede, noch mehr abstraktere Begriffe einführen, wie zum Beispiel Wellenfunktionen oder Energieniveaus, aber ich werde jetzt einfach darauf hinweisen, dass es für ein einfaches Bild ausreicht, wenn man darunter versteht, dass die Teilchen quasi keine identischen Eigenschaften haben können. Das heißt, ich kann nicht zwei Fermionen haben, die
ungefähr am gleichen Ort sitzen, die gleiche Geschwindigkeit haben, die gleiche Energie und den gleichen Drehimpuls und den gleichen Spin, beispielsweise. Das heißt, ich habe immer so ein gewisses Ausschlussprinzip, wie man das nennt. Und das ist ganz anders bei den Bosonen. Bei den Bosonen, die können im gleichen Zustand vorkommen. Das heißt, da kann man sich tatsächlich identische Teilchen vorstellen. Und ihr seht gleich, warum das noch wichtig wird. Okay, bei den Fermionen wäre das typische Beispiel, wenn so Elektronen oder Myonen oder sowas. Und für die Bosonen ist halt das eins der wichtigsten Beispiele ist einfach das Photon. Das Photon ist nämlich ein Spin-1-Teilchen und damit können sich Photonen Quantenzustände teilen. Okay, also wenn ihr bis hierhin nicht so wirklich, nicht ganz vollkommen mitgekommen seid, ist es völlig in Ordnung. Das ist sehr, sehr abstrakt, das Ganze. Aber an der Stelle ist es einfach nur der Vollständigkeit halber, dass man das. Das braucht man jetzt, um das zu verstehen, was jetzt gleich kommt. Okay, ein bisschen weniger abstraktes Thema ist, was eigentlich beim Transport oder bei der Ausbreitung von den Photonen durch das Sterninnere passiert. Und da habe ich jetzt hier dieses schöne Schaubild. Da ist in der Mitte jetzt der in weiß so der Kernbereich ungefähr eingezeichnet, wo die Kernfusionsprozesse stattfinden. Und im Grunde ein großer Anteil von Photonen, die wir jetzt empfangen von der Sonne oder von anderen Sternen, die entstehen zunächst in diesem Kernbereich, infolge dieser Fusionsprozesse. Und wenn sie dann durch die Sonne wandern zur Oberfläche, dann machen sie das nicht einfach in Form von einer geraden Linie oder sowas, sie wählen nicht den direkten Weg, das können sie nämlich gar nicht, sondern da ist ziemlich viel Sonnenplasma im Weg. Also Plasma ist einfach ein bestimmter Zustand von Materie, in dem ein Teil von den Elektronen im Atom quasi ungebunden ist. Das heißt, es gibt einen Teil von Elektronen, die nicht mehr den Atomkern umkreisen, sondern die sich frei durch das Material bewegen können. Was jetzt aber in dem Fall relevant ist, ist, dass bei dieser Ausbreitung durch den Stern, dass es dazu ganz, ganz viel Interaktionen zwischen den Photonen und den Plasmateilchen kommt und die hindern das Photon quasi daran, auf den direkten Weg nach außen sich auszubreiten. Und stattdessen macht es hier, wie angedeutet, so eine Art Zickzackbewegung und es dauert dann tatsächlich auch extrem lange, bis dann so ein Photon tatsächlich die Oberfläche erreicht. So im Durchschnitt ist es ein Wert von unglaublichen 200.000 Jahren. Und das ist schon ziemlich enorm. Wenn man bedenkt vor allem, dass sich das mit Lichtgeschwindigkeit natürlich ausbreitet. Also das liegt halt alles an den ganzen Stößen mit den Teilchen in der Sonne. Und ein Nebeneffekt von diesen Teilchenstößen, das ist, wie wir gleich sehen werden, dass dann dieses Planck-Spektrum am Schluss rauskommt. Und eine wichtige Zutat auf dem Weg dahin ist die Erkenntnis, dass durch die ganzen unzähligen Stöße, dass da ein Energieaustausch stattfindet zwischen den Plasmateilchen der Sonne und den Photonen, der dann dafür sorgt, dass die ganzen Photonen im Durchschnitt in einem thermischen Gleichgewicht mit der Sonnenmaterie befinden. Und thermisches Gleichgewicht heißt, oder kann man sich jetzt im Grunde so vorstellen, dass einfach die Temperaturen von der Strahlung, die effektive Strahlungstemperatur und die Temperatur des Sonnenmediums sich angleichen. Okay, und jetzt ist es wichtig zu verstehen, wie diese Stöße oder Wechselwirkungen im Detail aussehen. Und da es sehr, sehr viele Arten von Objekten innerhalb von diesen oder Objekten mit sehr vielen verschiedenen Eigenschaften in diesem Sonnenplasma gibt, nämlich unter anderem einfach ganz gewöhnliche Atome oder Moleküle oder auch nur einfach freie geladene Teilchen,
sehen diese Wechselwirkungen mit dem Plasma auch ganz unterschiedlich aus. Aber bei allen Arten von Wechselwirkungen gibt es ein gleiches Prinzip sozusagen. Und bei diesem Prinzip ist es so, dass ganz vereinfacht gesprochen, wenn Photonen auf irgendeines von diesen Teilchen, was auch immer es ist, ob es ein Atom oder ein Molekül ist, auftrifft, dann kann es ihnen für kurze Zeit einen Energieschub geben. Man spricht dann davon, dass dieses Teilchen angeregt wird, energetisch. Und diese Energie wird dann im Grunde in Form von neuen Photonen abgestrahlt werden. Denn Wärmestrahlung ist ja nichts anderes als Photonen, die abgegeben werden. Das heißt, das Material kühlt die ganze Zeit ab, indem es Photonen abstrahlt, aber es kriegt auch von innen, von der Kernzone, wieder neues Material oder neue Energie nachgeliefert und das ist so ein dauerndes Aus und Ab. Okay, und worum es sich bei Temperatur ja eigentlich handelt, ist, dass ist quasi die, das, was man als die interne Energie manchmal auch bezeichnet von einem Stoff. Und das ist nichts anderes als die Energie, die in bestimmten Bewegungsfreiheitsgraden, in der Anregung von bestimmten Bewegungsfreiheitsgraden steckt. Das heißt, das Teilchen kann irgendwie, wenn jetzt ein Molekül ist, zum Beispiel vibrieren oder sich durch den Raum bewegen oder irgendwas anderes machen. Und wenn es das tut, dann entspricht es einer bestimmten Form von Bewegungsenergie im allgemeinsten Sinne jetzt. Und diese Bewegungsenergie ist dann in der Summe nichts anderes als das, was wir Temperatur nennen. Und das spielt jetzt für diese Stöße eine Rolle. Denn alle Arten von, oder alle Arten, wie Sonnenmaterie vorkommen kann, entweder in Form von freien Ladungen oder in Form von Atomen oder Molekülen, die besitzen quantenmechanische Energieniveaus. Und Energieniveaus, das sind einfach Stufen der energetischen Anregung. Das heißt, beim Atom zum Beispiel, dass die Bahn der Elektronen, die unterschiedlichen Bahnabstände, dass die mit einer bestimmten Energie jeweils einhergehen. Im konkreten Fall ist die Energie von Teilchen, die bei höheren Abständen um den Atomkern kreisen, zum Beispiel höher. Und das ist dann, wenn das Teilchen jetzt gerade weiter außen umkreist, dann und das alle Teilchen so machen, dann wäre jetzt der Stoff als Gesamtes wäre jetzt ein bisschen wärmer als bei einem Stoff, wo alle Teilchen im sogenannten Grundzustand den Kern umkreisen. Aber das ist jetzt, die Details sind jetzt gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist einfach nur das Prinzip, dass alles, womit das Photon wechselwirken kann, bestimmte Stufen der energetischen Anregung besitzt. Also bestimmte, in manchen Fällen sogar diskrete Werte von Energie annehmen kann. Und ich meine mit Energie wirklich die Gesamtenergie. Also die Summe aus allen einzelnen Energien, aus Bewegungsenergie, aus potenzieller Energie und so weiter. Okay, und dann gibt es so ein sehr, sehr berühmtes Bild, was so einen Teil davon wiedergibt. Und das nennt man das Einstein-Bild. Beim Einstein-Bild hat man ein Objekt, was zwei von diesen Energielevels kennt. Und das kann jetzt zum Beispiel, können jetzt zwei benachbarte Energieniveaus in einem einfachen Wasserstoffatom sein. Kann aber auch alles mögliche andere sein. Es kann auch sein, dass wir jetzt das sinnbildlich verwenden für ein freies Teilchen, wo die Energieniveaus unendlich dicht beieinander liegen. Und dann ist es einfach, das, was auf der linken Achse jetzt hier aufgetragen wäre, wäre dann die Bewegungsenergie. Und das wäre halt nicht diskret, aber das ist jetzt hier nur ein sehr, sehr vereinfachendes Bild. Und mit diesem Bild lässt sich eigentlich schon erklären, woher das Planck-Spektrum kommt. Und ich werde jetzt dieses Bild stellvertretend, oder dieses sehr, sehr einfache System stellvertretend dafür verwenden, für alle Systeme, mit denen das Photon so wechselwirkt, wenn es durch die Sonne ausbreitet.
Die Idee ist jetzt, dass wir jetzt, ich hatte ja gesagt, das könnte jetzt hier ein Atom sein und dieses Rote jetzt hier unten, was in diesem Grundzustand sich befindet, das wäre dann das Elektron, was um den Kern kreist in diesem Atom. Man kann sich jetzt die Niveaus quasi dann vorstellen, wie so zwei von den erlaubten, also quantenmechanisch erlaubten Bahnen um den Kern, die jeweils einer unterschiedlichen Energie entsprechen. Generell Energielevels sind so ein bisschen, sich die vorstellen wie so Regale, wo einfach bei den höheren Etagen mehr Energie ist und die Teilchen, die können in verschiedenen Etagen sich befinden. Das ist so ein bisschen, was jetzt hinter diesem Bild hier, hinter dieser Grafik jetzt hier so steckt. Und jetzt, wenn jetzt so ein Photon jetzt auf dieses System draufstößt, das heißt, hier kommt so ein Photon jetzt, angedeutet als Well von links. Und dieses Photon bringt eine bestimmte Energie mit. Und im Prinzip kann man sich das Photon sogar vorstellen als einfach eine Energieportion. Und zwar die Energie, die in dem elektromagnetischen Feld kommt, steckt, die jetzt hier auf das System zukommt. Und diese Energie kann jetzt sozusagen umgewandelt werden in die Energie, die in diesem System steckt. Das heißt, in neue Bewegungsenergie für das Elektron. Das heißt, dass, wenn jetzt dieses Photon kommt, dann ist das, was es ziemlich wahrscheinlich machen wird, ist, dass es das Elektron aus dem Grundzustand in einen Zustand höherer Energie anhebt. Also quasi eine Stufe weiter nach oben, Und das Photon ist dann weg. Das Photon macht jetzt, ist jetzt als in der Form von Bewegungsenergie dieses Elektrons. Kommt das jetzt vor? Ganz stark zu vereinfachen jetzt an der Stelle. Okay, das bleibt jetzt aber nicht auf Dauer so, sondern dieses System muss aus bestimmten Gründen abkühlen oder will aus bestimmten Gründen Energie loswerden. Und wie es das macht, ist, dass nach einem bestimmten Zeitpunkt, und der wird im Grunde durch Zufall bestimmt, in der Quantenmechanik ist ja sind ja ziemlich viele Sachen zufällig, das soll jetzt aber an dieser Stelle nicht weiter verwundern. Es gibt einen Erwartungswert, der durch die Lebensdauer von bestimmten Teilchen oder bestimmten Teilchenzuständen resultiert. Aber im Grunde kann das heute sein, es kann morgen sein, es kann in einem Jahrhundert sein. Aber irgendwann wird dieser Zustand, wie man sagt, zerfallen. Und das heißt, das Elektron verliert spontan seine Energie in Form von einem Photon, was ausgesendet wird. Und geht wieder in den Grundzustand zurück. Und übrig bleibt wieder das Photon, was reingegangen ist. Okay, das war es jetzt aber noch nicht ganz, weil es kann nämlich noch was passieren, wenn man jetzt Elektron bei einem angeregten Energielevel betrachtet. Dann kann nämlich die sogenannte stimulierte Emission auch noch dazu kommen. Und das ist was man zunächst nicht gekannt hat und was erst Einstein dann sozusagen auf dem Papier entdeckt hat, indem er ausgerechnet hat, was rauskommen würde als Spektrum und dann gesehen hat, dass es nicht mit dem zusammen, dass es nicht mit dem kompatibel ist, was man so beobachtet. Und er kam dann auf die Idee, dass es auch noch diese stimulierte Emission geben könnte. Und was da passiert, ist was sehr, sehr Eigenartiges, was vielleicht am Anfang schwer zu verstehen ist. Und zwar, das Photon kommt auf das System zu und stößt auf das System drauf, aber anstatt, dass es das Elektron zu einem weiteren Energieniveau anhebt, und wir tun jetzt einfach so, als ob jetzt über dem angeregten Zustand noch weitere Zustände liegen würden, anstattdessen sorgt es dafür, dass das Elektron in den Grundzustand geht, und dass am Schluss zwei Photonen übrig bleiben. Das heißt, es stößt das Elektron aus dem angeregten Zustand raus und produziert damit ein weiteres zusätzliches Photon. Und das ist jetzt überraschenderweise eine Eigenschaft, ein Prozess, den es nur mit Bosonen geben kann. Also ich hatte ja erwähnt, das Photon ist ein Boson, weil es einen ganzzahligen Spin hat. Und nur für
Photonen ist das möglich, und zwar deswegen, weil diese Teilchen, diese zwei Photonen, die jetzt am Schluss rauskommen, die sind identisch. Die unterscheiden sich nicht in ihren Eigenschaften. Und es gibt dann also zwei grundlegende Ergebnisse dann bei dem Ganzen. Das eine ist, aufgrund des Bose-Charakters der Photonen ist diese stimulierte Emission überhaupt möglich. Und zweitens, wenn stimulierte Emission möglich ist, dann geschieht sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die, wie man dann quantenmechanisch ausrechnen kann, sehr hoch ist. Das heißt, wenn jetzt so ein Photon auf so ein System trifft, dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit trägt es in ein höheres Energieniveau an, das ist die Absorption, und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit passiert diese stimulierte Emission stattdessen. Und auch hier ist wieder, kann man nicht vorher entscheiden, was in einem konkreten Fall eintreffen wird, sondern es wird dann der Zufall darüber entscheiden, sozusagen. Man kann eben nur diese Wahrscheinlichkeiten angeben. Das hat den Grund, dass die Quantenmechanik, wie schon erwähnt, keine deterministische Theorie mehr ist. Okay, also es zusammengefasst, was jetzt passiert, wenn, oder was jetzt generell, was jetzt im Sterninneren passiert mit dem Plasmamaterial, ist jetzt, dass dieses Plasmamaterial abkühlt, entweder durch spontane Emission oder durch stimulierte Emission, oder es wird angeregt, das heißt, es kommt Energie nach durch die Photonen aus dem Inneren. Und jetzt kann man, jetzt kommt ein Schritt, den man leider, soweit ich weiß, nicht wirklich anschaulich nachvollziehen kann, sondern wo man halt einfach dem glauben muss, was mathematisch aus der Rechnung dann rausfällt. Und zwar, wenn man jetzt die Einzelenergien der Photonen, die jetzt nach diesen ganzen Kollisionen, nach sehr vielen Kollisionen also, rauskommen, dann, das heißt, wenn die Photonen jetzt an der Oberfläche auftreten und dort dann die Sonne verlassen, wenn man diese ganzen Energien, die ganzen Photonen jetzt alle haben, wenn man die quasi akkumuliert und zusammenzählt und dann ausrechnet, was so im Mittel für Energien rauskommt, oder beziehungsweise was äquivalent dazu, im Mittel für Frequenzen unter den Photonen, also was für eine Häufigkeitsverteilung von Frequenzen dann rauskommt, dann stellt man fest, dann kommt genau diese Form raus, die ich vorhin gezeigt habe. Also dann kommt genau diese Planck-Kurve raus. Das heißt, wir halten fest, stimulierte Emission ist erstmal was nur mit Bosonen möglich ist, und es ist das, was für die charakteristische Form dieses Lichtspektrums dann sorgt. Und das soll heißen, dass wenn jetzt Photonen keine Bosonen wären, dann würde auch nicht diese Planck-Kurve rauskommen. Und dieses Resultat ist ziemlich spannend, wie ich finde, weil im Grunde man damit durch die Beobachtung des Sonnenlichts einen Quanteneffekt beobachtet. Weil klassisch, mit den klassischen Theorien, die man vor dem 20. Jahrhundert so hatte, wird eben nicht dieses Planck-Spektrum vorhergesagt. Da kommen ganz unsinnige Vorhersagen raus. Und deshalb nennen manche Leute auch im Scherz die Sonne ein Quantenobjekt. Also, weil eben die Verteilung oder die Häufigkeit, mit der die bestimmten Farben am Sonnenlicht vorkommen, im Grunde einen Quanteneffekt widerspiegelt. Okay, das war's soweit zur Erklärung. Und jetzt ist natürlich, jetzt fragt ihr euch vielleicht, jetzt habe ich verstanden, woher diese unterschiedlichen Farben kommen, aber bringt es mir auch irgendwas? Kann ich jetzt irgendwie was über den Sternen damit lernen, oder was fange ich jetzt mit dieser Information an? Und das kann man in der Tat, die Farben verraten ziemlich viel über die Sterne. Einerseits, wie schon am Anfang erwähnt, man hat diesen Zusammenhang, dass zwischen der Temperatur und der Entwicklungsstufe vom Stern, also quasi von der Geburt bis hin zu einem roten Riesen und dann später zu einer Supernova oder zu einem weißen Zwerg. Und auf dem Weg dorthin wird der Stern immer mehr von
einer sehr, sehr hellen blauen Farbe in eine etwas abgeschwächtere, sehr rote Farbe übergehen. Einfach weil sich die Temperatur im Laufe der Zeit ändert. Weil die Temperatur kälter wird. Und da geht dann das, je röter der Stern ist, umso mehr deutet es darauf hin, dass er eine kältere Temperatur hat. Und im Mittel, je mehr deutet es darauf hin, dass er älter ist. Und das ist jetzt interessant zum Beispiel für Leute, die Sterne erforschen. Aber es ist auch noch für ganz andere Leute interessant, nämlich Leute, die Galaxien erforschen. Und bei den Galaxien ist es nämlich so, wenn wir jetzt da Galaxien beobachten im optischen Licht, dann ist das, was wir sehen, natürlich das Licht von den ganzen Sternen. Es gibt zwar auch Emissionen in anderen Bereichen, zum Beispiel im Radiobereich oder im Röntgenbereich, aber wenn wir wirklich durch ein optisches Teleskop gucken, dann sehen wir die ganzen Farben der Sterne. Und was wir dann zum Beispiel bei einem typischen Beispiel, wie hier sehen, ist, dass jetzt bei so einer typischen Spiralgalaxie wäre es jetzt so, dass charakteristischerweise die Spiralarme blauer sind als diese zentrale Ansammlung von Sternen in der Mitte. Und das ist ein Muster, was man in sehr, sehr vielen Fällen vorfindet. Was man immer wieder beobachtet. Und das deutet jetzt darauf hin, dass in den Außengebieten, in den Spiralarmen, noch aktive Sternentstehung stattfindet, während die im Teil in der Mitte zum Ende gekommen ist. Einfach weil die Interpretation nahe liegt, deswegen, weil die blauen Gebiete darauf hindeuten, dass da noch sehr, sehr junge Sterne sich befinden, während in der Mitte der blaue Anteil quasi wegbleibt. Das heißt, es gibt da auch Aufschluss, dass in der Mitte nur noch sehr alte Sterne sind und dass dort die Sternentstehung zum Ende gekommen ist. Es gibt auch natürlich Erklärungen dafür, warum sowas zum Ende kommt. Nur, das ist jetzt erstmal nur die Beobachtung bzw. die Erkenntnis, die man daraus gewinnt, dass das nämlich so ist. Und diese Interpretation ist auch was, was aus den Galaxienentstehungsmodellen rauskommt, also vorhergesagt wird, beziehungsweise umgekehrt, man kann die Galaxienentstehungsmodelle an solchen Beobachtungen testen. Man kann jetzt Modelle, die jetzt vorhersagen, dass im Zentrum noch sehr viel aktive Sternentstehung stattfinden, wie zum Beispiel könnte man jetzt mit solchen Beispielen ausschließen. Und das ist so die Power, die jetzt quasi in diesen unterschiedlichen Farben des Lichts steckt. Diese Aussagekraft. Es gibt aber noch sehr viel größere Objekte als Galaxien. Wenn wir jetzt hier nicht nur eine Galaxie betrachten, sondern wie es oft der Fall ist, eine ganze Ansammlung von Galaxien. Es gibt nämlich zwar sehr, sehr viele Galaxien, die einfach lose im Raum rumhängen, aber die meisten sind, wobei ich bin mir nicht sicher, ob es die meisten sind, aber viele sind in größeren Strukturen gebunden, wie zum Beispiel Galaxienhaufen oder Galaxiengruppen. Und das ist jetzt ein typisches Bild von einem sehr, sehr massiven Galaxienhaufen. Und wenn ihr nach Bildern von massiven oder von berühmten Galaxienhaufen sucht, dann werdet ihr feststellen, dass auf diesen Bildern fast nie Spiralgalaxien zu sehen sind und fast nie Scheibengalaxien, sondern immer nur diese Art von Galaxien, die sich hier in diesem Bild dominiert, nämlich elliptische Galaxien. Und damit meint man einfach Galaxien, die halt nicht diese Scheibenform haben, sondern die eher in so einer runden bis ellipsoiden Wolke sich befinden. Und wir sehen auch, dass hier, wenn ihr die Farben vergleicht, dann hat das Licht aus den Galaxien, die in den Galaxienhaufen am häufigsten vorkommen, eine etwas dunklere und eine sehr, sehr gelbe bis rote Färbung. Im Vergleich dazu nochmal das Bild. Man sieht so ein blaues Feature, hier sieht man in diesem Bild kaum. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, dass das so ist. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich
in sehr, sehr dichten Gebieten wie Galaxienhaufen. Und man muss sich jetzt vorstellen, dass jetzt in Galaxienhaufen eben nicht nur die Galaxien Teil an der gravitativen Masse ausmachen, sondern dass der größte Teil an der Masse von Galaxienhaufen durch sogenannte dunkle Materie beigetragen wird und also der zweitgrößte Teil durch diffuses Gas, was auch wieder in so einem Plasmazustand in diesem Haufen vorkommt. Und es ist eigentlich die Gravitation von diesem Gas und von der dunklen Materie und nicht die von den Galaxien gegenseitig, die diese Strukturen zusammenhält, gravitativ. Nun ist es so, dass innerhalb von solchen sehr, sehr dichten Umgebungen, das heißt, wo sehr, sehr viel dunkles und Gasmaterial vorhanden ist, und die Galaxien dort dann quasi hineingezogen werden, die in der Nähe sich befinden, in dieses Objekt, dass dort Umwelteinflüsse sozusagen dafür sorgen, dass die Galaxien, die 1, also man nimmt es zumindest nach den gängigen Modellen so an, dass diese Galaxien, die in den Haufen einfallen bei der Entstehung, zunächst nahezu allesamt Spiralgalaxien waren und sich dann im Laufe der Zeit aufgrund dieser Wechselwirkungen sowohl miteinander als auch mit der Umgebung zu diesem Typ von Galaxie entwickeln. Also diesen Typen, wo, wie man hier an der Farbe dann urteilen kann, kaum noch eine aktive Sternentstehung stattfindet und wo nicht mehr diese Scheiben- oder beziehungsweise Spiralenstruktur vorherrscht, sondern wo sich einfach die Sterne alle ungeordnet durch so eine, wo einfach quasi ungeordnet durch so eine Art von Wolke wirbeln, die gravitativ zusammengehalten wird. Konkret ist es so, dass die beiden wichtigsten Prozesse, die dafür sorgen, dass so eine, dass sich so ein Galaxientyp als sehr, sehr häufig herausstellt dann, oder dass diese Entwicklung zu diesem Galaxientyp besonders häufig stattfindet, ist, dass einerseits die Spiralgalaxien, dadurch, dass sie jetzt auf so engen Raum kommen, denn sie werden ja vom Galaxienhaufen angezogen und tummeln sich dann dort, dass sie dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu kollidieren und auch dann zu verschmelzen in einigen Fällen. Dadurch verlieren sie dann erstmal nach dem Modell, die man so hat, ihre Scheibengestalt und über mehrere Kollisionsprozesse hinweg entsteht dann eben dieser Typ von gravitativ gebundener Wolke sozusagen, von einem Stern. Und was dann letztendlich noch die Sternentstehung quasi langsam ausschaltet in diesen großen Objekten ist, dass wenn die Galaxien das diffuse Gasmedium in dem Cluster durchqueren, dass dann dieses Gasmedium sehr, sehr wichtiges, also ein für die Sternentstehung sehr, sehr wichtiges Material oder wichtige Materialien aus den Galaxien quasi herausdrückt. Das ist so die, das so grob das Erklärungsmodell, was man so dafür hat. Okay, aber ungeachtet dessen, warum es so ist, man bemerkt erstmal, dass es so ist. Das heißt, man hat jetzt diese Beobachtung, dass außerhalb von Galaxienhaufen oder außerhalb von diesen größeren Strukturen, einfach im Raum dazwischen, im Raum, der diese Objekte trennt, dass man da häufiger eher diesen Typ von Spiralgalaxien hat, die blau, also blau, ziemlich blaue durchschnittliche Sternpopulationen haben und die dadurch darauf hinweisen, dass da noch ziemlich viel aktive Sternentstehung stattfindet. Und man hat andererseits in größeren Objekten, also Galaxienhaufen, eben diese Sterne, die man, also im Englischen gibt es da so eine sehr schöne Bezeichnung, da nennt man die Red and Dead. Nämlich einfach, das beschreibt es ziemlich zutreffend, wie diese Galaxien beschaffen sind, nämlich sie haben diese charakteristische rote Farbe und deutet darauf hin, dass Sternentstehungsprozesse größtenteils zum Ende gekommen sind. Aber was kann man jetzt mit dieser Information machen? Man kann jetzt diesen Befund kann man konkret jetzt dazu benutzen, um Galaxienhaufen zu finden oder um generell größere Ansammlungen von dunkler Materie und von Gas zu finden. Und das Ganze muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt
einfach mit dem Teleskop irgendwo an den Himmel guckt, in einen Bereich, wo kaum irgendwelche hellen Sterne im Vordergrund zu sehen sind, da sieht man erstmal nur so ein Bild, wie hier jetzt zu sehen ist zum Beispiel. Und das ist schon ziemlich weit reingezoomt. Man hat eigentlich so eine Fläche, die ungefähr tausendmal so groß ist und genauso aussieht. Man sieht jetzt einfach nur hier so einen Haufen an Objekten. Und das Bild soll jetzt aber eigentlich einen Galaxienhaufen zeigen. Und jetzt ist der Galaxienhaufen zentriert um dieses kleine, ziemlich helle Objekt hier, beziehungsweise diese Ansammlung von Objekten. Und man kann jetzt nicht wirklich erkennen, dass hier jetzt ein massiver Galaxienhaufen sitzt. Das sieht jetzt nur so aus, als ob hier so irgendwie ein bis zwei helle Galaxien da säßen, oder zumindest noch so eine, vielleicht noch eine Galaxiengruppe, aber man erkennt es halt erstmal nicht so recht. Und zweitens, das Bildmaterial, was man so durchsucht, wenn man sich in diesem Bereich forscht, das ist so riesengroß, dass man das gar nicht alles so manuell durchforsten kann mit bloßem Auge. Man will eigentlich das Ganze automatisieren mit Algorithmen. Man will so ein System haben, was durch die Bilder durchgeht, durch diese ganzen unzähligen Terabyte oder sogar Petabyte inzwischen an Bildmaterial, was so eine typische Beobachtungszeit von ein paar Jahren so hergibt. Und man will, dass dieser Algorithmus einfach einem Hinweise gibt, wo sitzen die Galaxienhaufen in diesem Bild. Und bei der Arbeit, wo ich mich jetzt bei meinem Masterprojekt quasi spezialisiert habe, ist konkret die Suche nach Materieverteilungen, die so groß sind, dass sie als Gravitationslinsen wirken können. Beziehungsweise die so massiv sind, dass sie diesen Gravitationslinseneffekt zeigen können. Ich hoffe jetzt, dass alle einigermaßen eine Ahnung haben, worum es dabei geht, aber es ist jetzt eigentlich im Grunde auch nur so eine Randnotiz. Und im Vordergrund steht jetzt eben die gezielte Suche nach massiven Strukturen. Okay, und was man jetzt da konkret zum Beispiel machen kann, ist, man kann sich jetzt, um solche sehr, sehr massiven Objekte zu finden, automatisiert mit einem Algorithmus, kann man jetzt erstmal durch das Bild gehen und sich die ganzen Galaxien da alle raussuchen. Das heißt, es gibt bereits Algorithmen, die einfach diese ganzen Galaxien hier jetzt mal katalogisieren können. Das heißt, die zunächst mal die Galaxien erkennen können. Das ist dann so Pattern Recognition. Und die aber auch bestimmen können, was ist so die Farbe von dieser Galaxie, beziehungsweise was ist die Helligkeit in den einzelnen Farbfiltern. Man bekommt ja das Teleskopbild einfach eigentlich in verschiedenen Filtern und setzt sie dann zusammen zu so einem Farbbild. Und das heißt, was dann rausfällt, ist so ein Katalog mit zum Beispiel nur den Objekten, die jetzt einen genügend roten Farbton sozusagen haben oder eine genügende Helligkeit im roten Farbfilter. Man kann jetzt hier zum Beispiel all die ganzen Objekte mit einem blauen Farbton hier aussortieren. Und das kann man dann machen und das bleibt dann aber übrig. Wenn ich jetzt nochmal kurz vergleiche, das heißt, die ganzen blauen Objekte, die wir nicht haben wollen, sind weg und wir haben jetzt nur die, für dieses Beispiel hier, die roten Objekte. Die Objekte, die dann letztendlich, also anhand derer wir letztendlich nach Galaxienhaufen suchen wollen. Okay, das ganz helle ist im Vordergrund, das ist ein Artefakt, das ist einfach nur eine sehr, sehr helle Vordergrundgalaxie. Das kann man dann auch noch rausfiltern, aber was jetzt erstmal wichtig ist, ist hier im Hintergrund diese Ansammlung hier von Galaxien, die dann, wie sich herausstellt, zum Galaxienhaufen gehören. Und was man jetzt noch machen kann, ist, man kann jetzt anhand dieser Annahme, also anhand dieser Beobachtung, dass in den meisten Fällen eben innerhalb von Galaxienhaufen sich bei sehr, sehr dichten Regionen dieser besondere Typ von roten elliptischen Galaxien häuft, kann man das jetzt als Heuristik benutzen,
um eine erste Schätzung von der Massenverteilung zu gewinnen. Man kann dann im Grunde die dreidimensionale Massenverteilung in dem Bild, was man sieht, anhand von diesen einzelnen Galaxien rekonstruieren. Und das Ganze sieht dann so aus. Und das hier ist jetzt, das sollte jetzt mit einer bestimmten Vorsicht, man sollte jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist jetzt einfach nur eine Abschätzung. Das ist noch nicht ein genaues Ergebnis. Aber was es uns quasi verrät über das, was wir hier sehen, ist, dass nach aller Wahrscheinlichkeit hier in der Mitte ein großes Objekt sitzt. Das ist hier einfach, also das hier ist jetzt eine Intensitätskarte, wo helle Werte einfach einer sehr, sehr hellen, in dem Fall entlang der Sichtlinie projizierten Dichte entsprechen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein helles, dichtes Objekt und in dem Fall findet man halt tatsächlich, dass da so ein großer Klumpen von dunkler Materie sitzt, der ungefähr dieser Form hier folgt, die hier zu sehen ist. Okay, aber das hier ist jetzt nur so am Rande, also jetzt nur so am Rande ein bisschen den Kontext schaffen und ein bisschen zeigen, was man so alles für Erkenntnisse quasi anhand nur von dem Licht der durchschnittlichen Sternpopulation von astronomischen Objekten gewinnen kann. Also das heißt, im Grunde, man kann jetzt verschiedene Informationen daraus ziehen. Man kann einerseits über die Sterne selbst kann man jetzt Erkenntnisse sammeln, man kann andererseits über Galaxien bestimmte Dinge herausfinden und man kann eben nach sehr, sehr großen und schweren Objekten suchen, wie zum Beispiel große Ansammlungen von dunkler Materie in der Sichtlinie, die man ansonsten einfach übersehen würde. Okay, und das war's soweit. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich hoffe, es war einigermaßen alles verständlich, obwohl es ein bisschen abstrakt an manchen Stellen war. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.